Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Snap. Ja, das letzte Mal haben wir zwei neue Zonen freigeschaltet. Und zwar haben wir einmal hier in Bellos den Wandelwald und in Volca den brodelnden Vulkan freigeschaltet. Ich muss leider zu meiner Muse gestehen, ich habe den brodelnden Vulkan schon gestartet und hatte vergessen aufzunehmen. Deswegen gibt es jetzt leider hier kein Intro mehr beim brodelnden Vulkan. Hier befindet sich das neue Lumina-Pokémon. Wir werden natürlich hier direkt reinschauen in die Lumina-Zone. Und da erwartet uns das nächste Lumina-Pokémon. Hier haben wir jetzt leider kein Intro mehr. Ja, aber wie ihr gleich sehen werdet, schieße ein paar schöne Fotos. Da kommt's schon. Wir haben hier das Ramot. Und nicht nur eins, hier befindet sich auch noch ein zweites. Und wir müssen hier ein Foto von dem Ramot machen. So, und da gab es vorher den Tipp, wir sollen das mit Samenäpfel bewerfen, damit eventuell das Feuer weggeht. Also werden wir das gleich mal probieren, ob wir das irgendwie treffen. Das ist allerdings etwas weit weg. Ich treffe das jetzt gerade gar nicht. Das ist das zweite. Weil so können wir hier kein Foto machen. Wir können zwar ein Foto schießen, aber das ist immer umhüllt von diesen Flammen. Also müssen wir wahrscheinlich näher ran, um dann ein Foto zu machen. Ist das vielleicht hinter uns? Nein. Okay. Da fliegen die rum. Hier ist eins. Okay, ich habe es getroffen mit einem Apfel. Die Frage ist, wie oft muss ich das treffen? Bitte bleib. Wo bist du? Es hat gerade die Flammen verloren. Also ich habe tatsächlich auch noch kein Foto gemacht. Ich hatte dann direkt neu gestartet. Aber das sollte gut sein. Perfekt. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob wir das zweite vielleicht noch irgendwie auch noch von den Flammen befreien können. Okay, da habe ich auch die Flammen. Das hat noch ein paar. Hier vielleicht auch noch. Okay, ich habe es getroffen. Was passiert jetzt, wenn wir diese Blumen hier anwerfen? Werden die von den Blumen angezogen? Wo sind sie denn hin? Ich hätte gern... Oh, beide hätte ich gerne auf einem Foto. Oh, und vielleicht jetzt mit einem Lumina-Ball nochmal... Wow! Das ist natürlich ziemlich geil. Okay, das habe ich vorher natürlich auch noch nicht geschafft. Wo ist das zweite? Oh nein, es hat sich neue Flammen geholt. Das heißt, wir müssen wieder... Mit dem Apfel... Wo ist es? Hier. Ah. Okay, einmal. Ah, ein zweites Mal noch treffen. Hier. Und gleich. Ich hab's getroffen. Jawohl. Oh. Wo ist es hin? Oh, und das wieder mit dem Apfel bewerfen? Okay, treffe ich das nochmal? Okay, da kommt das andere wieder. Okay, wir haben auf jeden Fall ein gutes Foto schon bekommen. Ich
probiere nochmal hier, die Blume auszulösen. Okay. Das ist zu groß, um ran zu zoomen. Ich kann die hier mit den Blumen auf jeden Fall anlocken. Okay, es verschwindet. Ah, hier ist schon vorbei, okay. So. Da haben wir auf jeden Fall geschafft, ein Foto zu machen dieses Mal. So, wir haben ein Pokémon fotografiert. Sehr gut. Können wir automatische Auswahl machen? Dann müssen wir zurückgehen. Okay, das hier. Ein Zweierbild. Ich würde aber fast eher so ein großes Einserbild nehmen. Wobei, wer weiß, ob wir nochmal so eins... Ich nehme das Zweier, glaube ich, oder? Oder doch das Einser? Weil das ist halt schon mega geworden, das Foto. Okay, wir nehmen das Einser-Foto und zeigen das Einser-Foto dem Professor. Perfekt. Wir haben über 5000 Punkte. Das ist unser erstes Foto mit über 5000 Punkten, glaube ich. Wow, okay. Ziemlich gut. 1500 Punkte auf die Pose haben wir bekommen. Das haben wir auch noch nie geschafft. Okay, Lumina-Zone Level 2. Wir brauchen 29.000 Punkte. Flammenbankett freigeschaltet. Okay, er hat was Neues. Ja, wir haben nicht viel zu verstauen, wir haben nur ein Foto gemacht. Das heißt, wir hören uns gleich an, was der Professor zu sagen hat. Yep. Ein weiterer Beweis. Okay. Ein Meteorit. Der Telluria-Meteorit, okay. Vor 2000 Jahren ist der auf die Insel gestürzt. Die Kraft der Lumina-Pokémon zerstreute sich und sorgte dafür, dass alle Pokémon zu leuchten begannen. Okay, ein besonderer Meteorit muss das gewesen sein. Schieß los! Okay. Die Lumina-Pokémon besonders betroffen, okay. Okay, der Meteorit ist verantwortlich dafür, dass die Pokémon leuchten, erkunden. Oh, Todd! Ja, super geht's mit der Forschung voran. Wie hier Fotos. By the way,
Fotos schießen, okay? Appreciated. Alles klar, wir können jetzt hier Fotos schießen im Basiscamp. Mich interessiert allerdings jetzt vorerst wirklich hier brodelnder Vulkan, Lumina-Zone Level 2. Ich will wissen, was sich verändert hat. Weil bei der alten Lumina-Zone hatten wir da noch einen Evoli, glaube ich, bei dem Megani dabei. Vielleicht kommt hier auch noch ein anderes Pokémon mittlerweile. Okay. Ah, falscher Apfel. Eins haben wir schon getroffen. Was gibt's hier Neues? Wir haben noch was zu scannen. Ach so, nein, das war wieder... So weit kann ich nicht werfen. Komm bitte näher. So, dann müssen wir warten, bis wir hier durch den Tunnel durch sind. Ich bin schon gespannt. Ich habe bis jetzt noch nichts Neues entdeckt. Aber der Professor hat ja gesagt, es gibt irgendwas Neues. Wie soll ich dich denn da oben mit dem Apfel treffen? Einmal ein bisschen näher kommen, bitte. Okay, noch einmal treffen. Okay, und jetzt muss ich es mit diesem Lumina-Ball treffen. Der trifft, oder? Oh, aber der jetzt. Reagiert es vielleicht jetzt auf Musik? Waren hier nicht irgendwo diese... Okay, ich muss das andere auch noch mit dem Apfel bewerfen. Ich möchte gerne diesmal beide eigentlich. Wo ist denn das zweite hin? Oh nein, es fliegt jetzt in den Tunnel und holt sich vermutlich neue Flammen. Okay, kann ich das locken? Hier zur Blume locken? Wo ist das? Ah, da unten. Komm hier zur Blume. Ah, neben uns. Ich möchte es auch einmal mit so einem Lumina-Ball treffen, gerne. Oh nein, es hat sich wieder ein Feuerkranz geholt. Oh, die haben beide wieder einen Feuerkranz. Vielleicht hier an die Blume locken? Oh, wir haben beide getroffen. Jetzt müssen wir nur noch beide irgendwie mit dem Lumina-Ball treffen. Haben wir noch irgendwo eine Blume? Hier haben wir eine Blume. Einmal bitte anlocken. Nein, das verschwindet. Ah, hier ist es. Ah, es war zu dicht an der Kamera.
Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt ein besseres Foto geschossen haben. Ich höre es doch schon wieder. Okay, aber so wirklich was Neues war jetzt, glaube ich, nicht dabei. Zumindest ist mir erstmal nichts aufgefallen. Ein Pokémon habe ich fotografiert. War ja auch nicht mehr da. Okay. Ah, vielleicht hier die Ruinen fotografiert. Und wir haben wieder ein 2-Sterne-Foto. Das nehmen wir diesmal. Und ab damit zum Professor. Okay, 4300 Punkte. Und antike Ruinen neu fotografiert. Okay, vielleicht erzählt uns der Professor gleich was da dazu. Aber wie soll ich denn da 30.000 Punkte machen in dem Level? Ich habe ein Foto jetzt, jetzt habe ich 4000 Punkte bekommen. So, ich könnte die Strecke jetzt nochmal neu starten. Die Frage ist, ob sich was verändert. Ich habe bis jetzt 2 Fotos. Wir starten die Strecke nochmal, noch ein drittes Mal. Weil irgendwas haben wir ja übersehen anscheinend. So, hier sind wir wieder. So, hier wieder die. Aber die haben, die wir schon ein paar Mal gescannt haben. Ich mache mal ein komplettes Foto. Okay. So, jetzt sind sie aber schon wieder weg. Ah, was ist da oben? Ich hab's getroffen. Okay. Okay, hier war... Da haben wir ein neues Pokémon entdeckt. Die Frage ist, ob hier noch mehrere sind. Ob ich vielleicht hier noch irgendwas übersehen habe. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn wir es nochmal, nachdem die Flammen gelöscht sind, nochmal mit einem Abbild treffen? Oder kann ich auch einfach Äpfel hier in die Flammen werfen? Aber die verbrennen einfach. Okay, die plumpsen in die Lava rein. Okay, treffen wir das erste Mal. Und jetzt treffen wir es hier wahrscheinlich das zweite Mal. Okay, nach oben. Wo ist es hin? Da ist es hin. Vielleicht müssen wir es öfter treffen. Ich komme nicht ganz ran. Und vielleicht müssen wir auch... Da leuchtet die Blume. Okay, das ist das zweite. Okay, das haben wir einmal getroffen. Komm zur Blume. Einmal bitte zur Blume. Damit ich dich treffen kann. Wo ist es? Okay, ich habe es nicht mehr auf dem Scanner. Haben wir hier noch ein anderes Pokémon irgendwo? Da unten kommt es wieder angeflogen. Treffe ich es vielleicht nochmal? Ich würde es gerne ein zweites Mal treffen. Komm nochmal hierher. Ah.
Vermutlich hat es jetzt wieder gleich diesen roten Flammenumhang. Ja, da hat es den roten Flammenumhang schon wieder. So, jetzt probier's mal noch mal mit einem Apfel zu treffen. Okay, nochmal ein Apfel bringt nichts. Okay, und jetzt die Blume. Na komm schon. Okay, da kommt's wieder. Ich treff's einfach nicht nochmal. Okay, ich glaube, ich habe kein anderes Foto gemacht. Gibt es hier unten irgendwas noch zu sehen jetzt? Ich kann nicht alle drei Blumen zur gleichen Zeit anmachen. Glaube ich. Ich komme nicht so weit mit dem Ball von hier oben. Okay, da sind wir schon wieder durch. Also irgendwie was Neues? Gut, wir haben jetzt das eine neue Pokémon am Anfang gefunden. So. Ich habe ein neues Pokémon gefotografiert. Genau. Okay, welches nehmen wir hier? Vielleicht hier? Wo? Okay, was wird denn vorgeschlagen? Okay, das hier. Dann nehmen wir das. Und das wird vorgeschlagen? Was haben wir sonst noch für 2-Sterne-Fotos? Wir haben noch 3 weitere. Oh, ich glaube, das hier ist ziemlich cool. Okay, dann schauen wir uns die Fotos mal an. Okay, dann ist es natürlich möglich, dass wir diese 30.000 Punkte bekommen. Da müssen wir nur am Anfang dieses Panpyro 4-mal fotografieren am besten und immer viele Punkte kriegen. So, hier haben wir mehr Pose. Ah, die Größe ist nicht so gut. Ein paar Punkte mehr haben wir gemacht. Aber das hatten wir natürlich schon. Gut, und wir haben alte Ruinen neu fotografiert. Da behalten wir mal das. Das sieht besser aus. Da haben wir 3 Säulen auf dem Foto. Ja, 3.000 Punkte oder sowas. Ja, nicht ganz. Okay, 22.000 Punkte brauchen wir noch. Oh. Das wird ganz schön schwer, glaube ich, in der Lumina-Zone. Hier 22.000 Punkte noch zusammenzukratzen. So. Okay, dann... Was haben wir Neues? Fotos schießen. Wir gucken noch einmal kurz hier rein. Möchtest du im Basiscamp... Ja. Ach. Wir bewegen uns hier einfach fort. Und wir können hier... Ach, wir haben hier verschiedene... Okay, Moment. Ich würde sagen... Erkundung beenden können wir nicht. Okay, ich wollte es eigentlich in der nächsten Folge machen, aber dann gucken wir hier mal, was wir hier noch für Pokémon bekommen. Wir machen einfach mal ein paar Bilder. Die Frage ist, wie lang fahren wir hier durch? Oder laufen wir hier?
Okay. Oh, hier haben wir wirklich viele Pokémons noch. Pikachu läuft da hinten. Okay. Was haben wir hier zu scannen? Frisches Wasser? Ein Apfel? Okay, hier haben wir... Oh, Kristallblumen. Aber die haben wir ja eigentlich schon. Okay, war es das schon? Oh, was haben wir hier? Ein Muggelbaum. Okay, wir machen hier einfach nur einmal eine kurze Runde. Was haben wir hier hinten? Sieht aus wie eine kleine Mücke. Wommel. Ein Stralini in der Luft. Okay, die können wir wieder scannen. Okay. Ah, haben wir hier Dickdas? Nein, was ist das? Was ist das? Sollen wir hier scannen? Wie kriegen wir die nach draußen? Musik? Okay, das ist natürlich auch ziemlich cool. Vielleicht oben im Baum was? Nee. Okay, das war jetzt hier so eine kleine Runde. Das ist natürlich auch cool, dass wir direkt hier im Basiscamp Fotos machen können. Und wir haben 6 neue Pokémon fotografiert. Okay, wir wählen alle automatisch aus. Mauzi war nur ein Foto. Wir haben... Ah, hier haben wir schon ein 3-Sterne-Foto. Dann nehmen wir das direkt. Hier haben wir noch eins. Eins vom Bommel. Ein Mogelbaum. Und die Kristallblume. Können wir das Basiscamp auch aufleveln jetzt? Okay, gucken wir uns die Fotos an. Es schläft. 3400 Punkte. Bismarck. Okay, das ist ziemlich groß. Aber ich habe, glaube ich, das eine Ohr ein bisschen abgeschnitten, oder? Ich glaube, das Ohr ist abgeschnitten. Deswegen gibt es nur 1999 Punkte für die Größe. Aber hey, 4000 Punkte erreicht. Das müssen wir vermutlich von vorne fotografieren irgendwie. Ja, das gibt wenig Punkte. Und hier haben wir ein Unratütox. Was? Unratütox? Das kenne ich auch gar nicht, dieses Pokémon. Ich weiß nicht, was es für eine Pose macht, aber es scheint gut zu sein. Und ein Wommel. Unsere kleine Mücke, würde ich mal sagen. Ja, es fliegt. Aber natürlich auch super klein. Und ein Mogelbaum. ...3000 Punkte für das Mogelbaum. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass das Mogelbaum sich umdreht. Und eine Kristallblume. Wir behalten unsere alte Blume. So. Was? 150.000 Punkte. Bis Basiscamp Level 2. Und wir haben 20.000 Punkte geschafft.
Okay, wir gehen zum Basiscamp zurück. Das ist natürlich trotzdem ziemlich cool, dass wir hier im Basiscamp noch die ganzen Fotos von den Pokémon machen können, die hier unterwegs sind. So, aber das war's jetzt für diese Folge. Ich denke, das reicht auch. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielleicht machen wir dann noch ein paar mehr Fotos in unserem Basiscamp. Ich weiß zwar nicht, wie wir die 150.000 Punkte erreichen sollen hier. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann. Dann macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.